Willkommen zurück, meine Lieben, hier im Businovka Depot bei Panzerkorps. First things first, Munition. So, der hier hat die Stadt eingenommen. Sagen wir ihm, dass das ein Fehler war. Das ist eine 8. Und der verzieht sich hier. Ganz genau. Und ich denke, machen wir ihn weg. Da sollte auch keine Defense kommen. So, dann wie sieht es bei dir aus? Sollte nicht zurück angreifen. Ah, eklig. Okay, der Scout kann den töten. Ja, schon fast gedacht. Ja, auch ein bisschen zu einfach gewesen, nicht wahr? Aber es geht auch so. Dann greifen wir den an. 7-0 sollte eigentlich kein Problem sein. Oh, das ist unser Panzer. Ein M4 Sherman. Ist das nicht ein amerikanischer? Ich bin mir nicht mehr sicher. Scheint aber ziemlich Schrott zu sein. Aber hey, im geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Also die Panzer, die er hat, sind nicht so super toll. Nimm mal das da ein. Das ist deine 10-0. Unser Press Strength 2. Oh. Das ist auch unserer. Was zur Hölle ist das? Eine Anti-Tank-Gun. Okay. Ist alle nicht so prickelnd. Aber nun ja. Nimm den Siegpunkt ein. Geh mal dahin. Was mache ich mit dir? Wir haben da eine 11-0. Und irgendeiner müsste sich auch um das da kümmern. Machen wir das mit dir. Du müsstest auch direkt rein können eigentlich, oder? Jo, okay. Gut. Habe ich mich nicht verspekuliert? So, schauen wir mal. Okay, der greift nicht zurück an. Naja, oder doch? Mit ihm müssen wir ein bisschen aufpassen, weil er nicht so gute Defense hat. Ich möchte da irgendwie eine Artillerie ranbringen, wenn es geht. Ich meine, wir können den Gustav hier hinpacken. Denke ich mal. Du hast eine 9-0. Greift er zurück an? Ja, Answer Press Strength von 2. Okay. Wo sind eigentlich unsere ganzen Flugzeuge? Einmal den weg. Oh, okay. Das ist, den brauchen wir da gar nicht. Da unten ist noch ein Siegpunkt und ganz unten auch nochmal einer. Ich denke mal, er wird schon noch ein bisschen was an Material haben. Oh, warte. Das geht so nicht. Wir bringen den schweren Gustav hier runter. Und das sollte passen. Eine weniger. So, jetzt. Ja, geht ihr mal dahin, in den Wald. Ihr geht aus dem Wald. So ein bisschen den Gustav decken, würde ich sagen. Du nach vorne. Ich denke, wir können da ein bisschen aggressiver sein.
Und du gehst, warte mal, wie viel hast du noch? 34 Fuel? 33 Fuel. Ich denke mal, einer geht zurück. Und du gehst dahin. Du beschützt die da. Und hier gucken wir dann mal. Ich denke, wir spielen es hier einigermaßen safe. Kann er hier hin? Kann er nicht. Weil die zwei da im Wege stehen. Von dem her, das ist eigentlich ideal. Okay, wir gehen nicht zu weit nach vorne. Oh, shoot. Ah, ich habe meine Fighter schon bewegt. Oh, wie dumm. Das heißt, der hier kommt davon. Und die Bomber sind auch durch. Damn it! Ah, das war ein Fehler. Mist. Das war ein harter Fehler. Du kommst nirgendwo hin. Alles 11-0. Greif du zuerst an. So, du machst ihn weg. Und ein Unsuppressed Strength. Oh, shoot. Glück gehabt. Du bleibst. Oh, dich haben wir noch. Die beschützen sich gegenseitig so ein bisschen. Ah, dumm. Ich habe den Flieger komplett vergessen. Ich meine, ich glaube nicht, dass er großartig jetzt noch viel Übles tun wird, aber es ärgert. War völlig unnötig. Gucken wir mal, was er tut. Warte mal, will ich mit dir noch nach vorne gehen? Nein, wir bleiben so. Wow! Was kommt da alles wieder nach vorne? Oh, du wolltest den da angreifen. Interessant. Was zur Hölle? Wo kommen die ganzen Einheiten her? So, first things first. Schnapp dir den mal. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Als nächstes. Wir brauchen mehr Einheiten auf der rechten Seite, zweifelsohne. Du bräuchtest Supplies. Der ist schnell. Gar nicht mal so schlecht. Das Ding. So. Du lädst dich auf. Und ich will gucken, ob wir den zum Surrendern kriegen. Du hast 3 Schüsse, du hast 4 Schüsse. Wenn ich hier hingehe, bin ich wahrscheinlich tot. Was hat er? Wie viel sind es pressed? 5. Das sollte passen. Surrender. Sehr schön. Einer weniger. Ich denke, wir bringen jetzt primär alle unsere Bomber hier rüber hin. Wobei,
Läuft nicht so. Supplies. Gustav. Ich denke, es bringt jetzt nichts, wenn wir nochmal schießen. Will ich die hier hinpacken? Ich denke, du kriegst auch Supplies. Wir kommen nicht so schnell hier rüber. Welches ist der Panzer mit der Vision? Der hier. Geh mal dahin. Der ist relativ spärlich besiedelt nur. Oh. Was haben wir denn hier? Also in dieser Mission sind wirklich vorwiegend eigentlich nur Panzer unterwegs. Du brauchst Munition. Das ist wahrscheinlich ein bisschen greedy. Oh, das war Glück. Das war Glück. Ich würde den eigentlich ganz gerne verhindern, dass er sich wieder, dass er hier was kauft. Dann müsste ich aber... Ich meine, wir können den Scout quasi wieder in Anführungsstrichen opfern. Okay, gut, dass wir nicht mit dir dahin gegangen sind. Du kriegst Supplies. Das ist eine 5-0. Okay, gut. Ne. Hätte besser laufen können, aber hätte auch schlechter laufen können. Passt schon. Supplies. Du hast auch nicht mehr so viel Munition, aber für einen Schuss soll es noch reichen. Wir können auch dich noch mit dazu bringen. Da, damit ist der schon mal weg. Du kommst nicht bis hier nach unten. Denke, ich bringe dich einfach mal in die Mitte. Für den Fall, dass da noch einer gewesen wäre. Glücklicherweise war das nicht der Fall. Da rein gehen wir nicht. Definitiv nicht. Aber ich denke, die sollten da einigermaßen safe sein. Das ist die Frage. Bringen wir Gustav hier rüber? Oder greifen wir den hier an? Wir haben... Wir könnten ihn halt in der nächsten Runde auch gut gebrauchen. Deswegen würde ich ihn eigentlich ganz gerne aufmunitionieren. Ich glaube nicht, dass hier was passiert. Machen wir Supplies. So. Nichtsdestotrotz, alle rüber. Die irgendwie was tun können. Dass auch jeder irgendwie noch Air Defense haben muss, ne? Ein bisschen eklig. Du gehst mal dahin, damit wir in der nächsten Runde angreifen können. Ebenfalls. Oh, guck mal. Euch haben wir auch noch. Na, sieh mal einer an. Dich bringe ich hier hin. Hier haben wir auch nochmal einen Bomber. Daneben. Du kannst dich, glaube ich, mal auffüllen. Du hast nicht mehr so viel Munition. Oh. Würde mich wundern, wenn du nochmal einen Gegner siehst. Du bist viel zu langsam. Aber wir werden sehen. Ich denke mal, der wird jetzt... der Scout wird wieder eins auf die Mütze kriegen.
Das ist grundsätzlich okay. Du kriegst noch Supplies. Wen haben wir noch? Warte. Oh. Wir können dich jetzt aufmunitionieren. Oh. Supplies. Passt. Alle anderen sind durch. Ja, minus eins, was soll's. Ja, das hat ein bisschen mehr wehgetan. Aber da ist keiner mehr. Von dem her, so weit, so gut. Munition für dich. Du gehst hier rein. Und jetzt schnappen wir uns die Jungs hier. Einmal so. Wirklich viele Optionen haben wir nicht. Die meisten haben irgendwie so eklige Defense. Geh mal auf den da. Das ist eine 4-0. Das ist alles ziemlich schlecht. 2 Unsuppressed Strengths. Drei, drei, meine Fresse. Wirklich glorreich war das nicht, aber was soll's. Wirklich glorreich war das nicht. Geh mal dahin. Und ich... Warte mal, den können wir jetzt nochmal bomben, oder? Kriegst du das hin? Oh. Räudig. Ich meine, die haben eh keine XP, von dem her, wenn die jetzt irgendwie angeschossen werden, ist nicht so schlimm. Wenn sie überleben, ist das... bin ich zufrieden. Einer weniger. Der hat auch nochmal Anti-Air Defense. Du bräuchtest Supplies. Ich glaube nicht, dass ich hier noch großartig was auf die Reihe kriege. Du brauchst auch Supplies. Besseren Move haben wir nicht. Ich habe überlegt, ob ich ihn irgendwie sonst nach vorne bringen soll, aber ich denke, das passt schon so. Okay. Das wäre eine minus 12. 9-1. Nicht diese Runde. Okay. Du gehst... Warte mal, nein. Geh dahin, weil wir da neben der Stadt sind. Ganz hervor. Warte mal. Eins weiter nach unten. Feine Sache. So, dann Artillerie. Gegen die Flugabwehr. Du hast da eine 7. Eins. Okay. Mach erstmal das hier weg. Weil das stört. Warum ist... Du kannst hier nochmal angreifen. Dann müsste der eigentlich platt werden. Sehr gut. Okay, der hat nochmal zurückgeschossen. Das war jetzt weniger gut. Der greift nicht zurück an. Ach. Die Rolls.
Ganz schrecklich. Du da rein. Da ist keiner. Wir sind ganz unten. Das ist der letzte Punkt. Hauptsächlich ist es auf der rechten, sind auf der rechten Seite noch Gegner. Hier ist alles eigentlich einigermaßen ruhig. Greif du den mal an. Der Gustav. Ich denke mal, wir bringen den hier rüber. Töten den. Safe. Ich könnte weiter nach vorne gehen, aber ich glaube, das ist keine gute Idee. Der lebt immer noch ganz knapp mit einem. Dich stelle ich mal hier hin. Da sollte eigentlich keiner rankommen. Karl kommt nach. Mal hier hin. Nein, komm, wir machen den weg. Eine Einheit weniger ist immer gut. Du hast noch genügend Fuel. So, hinten ist keiner mehr. Deck einfach mal alle. Du brauchst Fuel. Und der Neuner ist auch hinten. Das ist ärgerlich, dass wir den einen Bomber verloren haben. Vielleicht hätte ich generell noch einen zusätzlichen vierten Bomber kaufen sollen. Also wir haben jetzt in den letzten Missionen relativ viele gegnerische Panzer gehabt. Ich spiele auch zu schnell. Ich meine, guck dir das mal an. Wir sind auf Runde 7 von 15 und wir haben schon fast alles eingenommen. Ich meine, es kann hier sein, dass es noch eine riesen Armee ist, aber selbst dann ist es noch okay. Von dem her, wir lassen es. Ja, er kann nicht angreifen. Das ist, die Panzer, das ist alles. Das Zeug, das hat, ist alles Schrott. Es ist echt alles Schrott. Okay, da sind noch ein paar. Ich meine, die Hard Attack 6. Das kann sie halt so knicken. Wow. Wow. 11-1. Tja, das wäre eine. Weißt du was? Machen wir noch so mit dazu. Und weg bist du. Freundchen. Die sind auch ein bisschen nervig. Wir müssen mal gucken, wie wir das hier genau am besten spielen. Das ist kein Move. Ich bin mir noch unsicher. Wir gucken erstmal auf der rechten Seite. 6-1. Echt? Der Scout. Machen wir einfach so weg. Es muss nicht immer kompliziert sein. Beide haben. Das haben alle. Irgendwelche Anti-Air-Fähigkeiten. Diese elenden Rotzlöffel. Gute Sache. Dann den auch nochmal. Ich glaube, das ist der Stärkere. Rein optisch gesehen. Geh mal dahin.
Und weg sind sie. So. Das heißt, wir können ein bisschen wieder nach vorne rücken. So muss es sein. Hier wird wahrscheinlich noch eine Anti-Air sein. Vermute ich. Man weiß es nicht. Geh mal dahin. Okay, da ist ein weiterer Panzer. Der ist aber nicht sonderlich beeindruckend. Du hast keinen Move. Du hättest eine 11-0. Schießt er zurück? Würde er. Warte mal. Gustav. Kriegen wir nicht hier nach unten hin, ne? Ich glaube, Gustav ist durch. Ich glaube, Gustav ist ein für alle Mal durch. Da, alle Leute nach vorne bringen. Du eins hinten hin. Ich meine, ich weiß nicht, die Panzer sind... Warum das Briefing gesagt hat, dass man jetzt hier mit allem rechnen muss. Die Panzer sind der totale Schrott. Ganz ehrlich. So, ich will nicht zu weit nach vorne gehen. Wir könnten den angreifen. Okay, wisst ihr was? Wahrscheinlich nicht die schlechteste Idee. Den sollten wir eigentlich ganz gut platt bekommen. So und so. Und der ist auch beschützt. Bring dich noch hier hin. Und ich denke, du kriegst Supplies. Da rein. Und dann müssten wir eigentlich soweit gut sein. Beschützt das dann noch? Du kannst vorne bleiben. Geh auf den da, damit der nicht gebombt wird. 6-0. Oh, warte mal, hier haben wir... Der hier hat keine Defense. Hooray, und ein weiterer Panzer aufgedeckt. Okay, ich glaube, das wäre soweit durch. Gustav ist... Ja. Kann nichts mehr tun. Der hier muss weg. Du könntest die noch ein bisschen bomben, aus Mangel an Alternativen. Okay. So, Ziel ist, in der nächsten Runde hier einen hinzupacken, dass er nicht kaufen kann. Ebenso wie, vielleicht kriegen wir hier auch einen hin. Mal sehen. Oh, echt eine minus 7? Ah, der Bastard ist rausgekommen. Oh. Er hat gekauft. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ah, das war schrecklich. Kommt ihr auch mal auf den dritten Stern irgendwann? Sieht irgendwie nicht so aus. Dann haben wir
dich noch. Ich meine, mach mal. Das war schrecklich. Aber okay, so, den können wir bomben. Also, hier sind sie rausgekommen. Wir müssen... Ja, da hat er gekauft. Diese elende Mistkerl. Hier ist das Geschütz. Bring dich mal dahin. Du hast keinen Move. Kannst. Warte mal. Du könntest den angreifen, wenn der hier weg ist. 12% Chance. Okay, das nehmen wir. Und weggesagt. Da ist keiner drin. Da ist absolut keiner drin. Wir nehmen die Elf. Der ist platt. Und... Ich weiß noch nicht genau, was wir mit dem machen. Der Panzer muss auf jeden Fall weg. Und das hier müssen wir blockieren. So viel steht fest. Okay. Hier hat er auch nochmal... Wahrscheinlich sieht so aus, als hätte er was gekauft. Es sieht so aus, als hätte er da was gekauft. So, ja. Du tötest den einfach. Damit war es das für den. Du musst dich wahrscheinlich wieder zurückziehen. Ärgerlich. Ja, dich können wir jetzt eigentlich runterbringen. Greift den mal so an. Du gehst dahin. Ich will ihn nicht in die Stadt reinstoßen. Das ist das Wichtigste. Okay, ich denke, auf der rechten Seite sind wir soweit durch. Am liebsten würde ich das Ding irgendwie wegkriegen, aber ich befürchte, dass das nicht möglich sein wird jetzt. So, auf die Schnelle. Machen wir den platt. Dann... Der muss weg. Ich weiß noch nicht genau, was wir mit dir machen. Geh mal hier hin, da solltest du eigentlich in Sicherheit sein. Ach, du kannst nicht schießen da. Dammit. Du musst dich zurückziehen. Du wirst die Hälfte deines Sternes direkt wieder loswerden. Sehe ich jetzt schon. Warum haben wir hier eigentlich keine Artillerie? Oh, das war nicht gut. Er lebt noch. Oh, und du hast plus 2 Attack. Also haben wir gesamt auf plus 3 Attack und plus 1 Defense. Okay, gut. Passt. Hauptsache, er ist tot. Es ist die Frage, ist hier noch eine Anti-Air-Gun? Ich könnte es mir durchaus vorstellen. Jo, schau einer an. Wahrscheinlich
Schau einer an. Stimmt, die hat uns ja vorhin angegriffen. Was? Warum bin ich überrascht? Mein Gedächtnis teilweise ist, lässt mich hin und wieder ein bisschen im Stich. Och, komm schon, echt? Die Hälfte nur? Von dem, was wir hätten kriegen sollen. So, einmal du da. Und jetzt machen wir den weg. Die Anti-Tank-Gun macht sich ganz gut jetzt hier in diese Mission. Ja, die Artillerie schießt zuerst natürlich. Dang it. Die Artillerie schießt zuerst. Sollte eigentlich 2 suppressen. Killchance 2%. Okay, 4%ige Chance. Ne, warte mal. Das ist eine 40%ige Chance auf den Kill. 20. Ach, keine Ahnung. Meine Rechenkünste. Beachte mich gar nicht. So. Gib dem. Und. Wenn ich hier hingehe, könnte die Artillerie hier hingehen. Ist dann aber exponiert. Bleiben kann ich nicht, weil dann werde ich von der Artillerie angeschossen. Also entweder wir bringen die Artillerie oder die hier in Gefahr oder... Weißt du was? Geh mal dahin. Und dann spielen wir das Ganze ein bisschen sicherer. Dass nicht unser Flug fällt. Nächste Runde vielleicht. Du hast noch genügend Fuel. Vielleicht geht da nochmal eine raus. Würde mich nicht überraschen. Dann bring... den mal noch hier hin. So. Geben den Zug ab. Ja, war leider zu erwarten gewesen, dass der angegriffen wird. So, dann. Du könntest da voll rein. Haben wir Deckung? Wir hätten Deckung, okay. Eine zweite Artillerie. Gib dem zuerst mal. Oh, plus ein Attack. Plus ein Attack und plus 5 Defense. Ein Attack ist nicht so viel, leider. Ist eher etwas unterwältigend. Aber du stehst hier echt ein bisschen schlecht. Wenn wir ganz ehrlich sind. Machen wir das erstmal. Wirklich einen besseren Move hast du so oder so nicht. Von dem her, was soll's. So, dann du da. Du machst den da platt. Die anderen... Ach, hier kommt keiner wieder... Es kommt wieder keiner hier hin. Warte mal, wir müssen erstmal Vision haben. Okay, gut. Geh du dahin. Er greift nicht zurück an. Die Artillerien müssen weg. Dann bringen wir dich hier rein. Du kannst den mal angreifen. Okay, das war nicht sonderlich erfolgreich.
Killchance 3%. Okay, gute Sache. Er verzieht sich. Ich denke, damit können wir zufrieden sein. Geh du mal dahin. Und wir hoffen, dass es ausreicht. Sollte nicht zurück angreifen, zumindest. Natürlich. Natürlich. Einmal mehr. So, dann hauen wir hier rein. Unsuppressed Strength 4. Beschütz mal die Artillerien. Okay, der kommt nochmal zurück angreifen. Zu meinem Leidwesen. Du kommst da auch mit rein. Okay, greif den da an. Gut, alle 10 sind suppressed. Und jetzt kannst du angreifen. Dann kommen die Kratschützen hier in den Wald rein. Sehr nice, einer weniger. Skalgerät hat wieder kein Fuel mehr. Okay, wir können den hier bomben. Gute Sache. Finish. Ich denke, wir bleiben mit dir erstmal weiter hinten. Du kriegst Supplies. Warte mal. Nein, geh eins weiter vor. Passt schon. Da kommt nichts mehr. Du hast 4 von 5. Ja, haben wir dich auch noch mit rein. Schade nicht. So, gucken, dass keiner unserer Fighter drauf geht. Das ist ein bisschen eine längere Episode. Dann holen wir uns den da. Hier auch nochmal mit vor. Alles, was... Oh. Alles, was nicht mehr gebraucht wird, nach hinten. Und nächste Runde haben wir ihn. Oh. Wo zur Hölle kommt der her? Ach. Meine Güte. Gibt's doch nicht. Nur 5? Ach. Ganz, ganz mies gewesen. Schieß mal den ab. Dankeschön. Okay. Hooray. Dann schießen wir den an. Einer weniger. Du kannst das... Warte mal, nein. Du nimmst das mal ein. So, und das müsste es eigentlich gewesen sein. Noch irgendein Flugzeug, das... Du gehst da zurück. Das ist brandgefährlich hier. Ich glaube, wir haben alles eingenommen. Aber wir haben sau viel verloren. Die Mission hat unglaublich viel Prestige gekostet. Plus wir haben einen Bomber verloren. Nun ja. Was will man tun? Wir haben wir haben ein paar Panzer gekriegt, die wir verkaufen könnten. Wir müssen mal gucken.
ob da was Gescheites dabei ist. Auf jeden Fall gibt's jetzt das Debriefing. Sind es auf den ersten Blick waren es nicht die besten Panzer. Und die Tankern waren auch noch dabei. Outstanding as ever, General. The arms you have liberated from the depot will undoubtedly serve you well in your upcoming campaign against Stalingrad. Okay, das werden wir dann als nächstes in der nächsten durchlesen. Was für ein das hier? Schwimmwagen? Coole Sache. Brauchen wir die jetzt oder wie? Boah, guck dir mal die Map an. Was ist denn das hier? Was ist denn das? Okay, gut. Bevor ich hier Kopfschmerzen bekomme, würde ich sagen, ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Macht's gut. Bleibt gesund. Euer Northgate.